meine lieben Freunde, der mit einem Nieser irgendwo hier sitzenden, startenden Unterhaltung. Falls ich gleich niese, dann verzeiht es mir bitte. Ich bin auf jeden Fall kerngesund. Herzlich willkommen hier wieder bei mir alleine zu Hause für die ganz schlauen Füchse unter euch. Die stellen fest, dass ich wieder hier alleine sitze, immer noch im selben Setting wie das Influencer-Ding. Ist tatsächlich vorproduziert. Ganz schlau seid ihr hier unterwegs. Und ich habe mir gedacht, komm, wir haben einen kleinen Exkurs gemacht in die Welt von Influencer und YouTube-Fashion. Und das Ganze übertragen wir doch einfach mal auf meinen Kleiderschrank abseits davon. Und was sind da so die absoluten Staples? Das, was ich im letzten Jahr so am allermeisten, oder nicht nur im letzten Jahr, sondern allgemein jetzt die letzte Zeit am meisten getragen habe. Auch hier wieder dasselbe, was ich auch schon im letzten Video gesagt habe. Ich trage nicht besonders viel Farbe, das kann man sehen, und eher unauffälligere Klamotten, die ganz gut fitten, die funktional sind, die eine stabile Qualität haben und jetzt nicht so ultra aufregend aussehen. Bei mir ist der Fit tatsächlich an allererster Stelle, würde ich jetzt mal so sagen. Wie passt mir das, wie ist das Ganze geschnitten? Und dann kommen so Sachen wie Prints und Veredelungen und so Kram. Also deswegen immer lieber so schlichte Teile, die aber einen sehr coolen Fit haben, anstatt dass da irgendein mieser Print drauf ist. Ich quatsch gar nicht lange rum, weil wir haben gar nicht so viel Zeit hier heute, und starte mit dem ersten Teil. Gut, Freunde, starten wir rein mit dem ersten Teil, nachdem hier die Kamera abgeschmiert ist. Und zwar eine relativ kleine Bomberjacke, hier ein Vintage-Modell von Everlast, habe ich mir in Berlin bei Pauls Boutique gezogen. Da war ich mal einen Tag lang mit David Heinrichs oder whatever, eine Runde shoppen. Da hing die für 29 Euro, sage und schreibe. Solche Bomberjacken findet ihr auf eBay Kleinanzeigen wie Sand am Meer. Einfach mal eingeben, Bomberjacke schwarz, und ein bisschen durchchecken, oder auch einfach in einem einigermaßen gut sortierten Vintage-Shop sollte man die bekommen. Für mich einfach jetzt gerade im Winter, das ist meine Winterjacke, was ihr hier gerade seht. Die ist so einigermaßen gut gefüttert, absoluter Stable. Ich finde, das ist so, sollte in jedem Kleiderschrank mit drin hängen. Einfach eine schöne kleine Bomberjacke hier. In dem Fall ist es die, die ich jetzt wirklich in den letzten Wochen vor allem täglich getragen habe und mir sehr, sehr gut reingeht. Alter, mein Körper fällt auseinander parallel dazu. Sache Nummer zwei, und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, da ist eine kleine Geschichte dahinter. Und zwar habe ich mir, Bilder werden jetzt hier eingeblendet, vor 3 oder 4 Jahren eine Vintage Lee Jeans gezogen, die den perfekten Fit hatte. Das war wirklich die perfekte Hose. Ich war so zufrieden, ich war so happy mit der, es war unglaublich geil. Und dann ging es los, die Taschen sind aufgerissen, habe ich zugenäht. Dann hatte die einen Riss im Schnitt, habe ich zugenäht. Da ist was auseinandergefallen, hier ist was auseinandergefallen. Ich habe die wirklich nur noch in die Gefriertruhe getan und ausgebürstet und so. Das Ding war aber, keine Ahnung, 30 Jahre alt oder so, und ich konnte es dann irgendwann nicht mehr aufhalten. Also die ist mir wirklich vom Körper gefallen und ich war in einem tiefen Loch. Ich war am Arsch, ich habe wirklich rausgeguckt aus dem Fenster. Ich habe den Sinn im Leben nicht mehr gesehen. Die Tage waren grau, es ist an mir vorbeigezogen. Ich war überhaupt nicht mehr anwesend, auch in Gesprächen. Die Leute haben sich schon gewundert, Vincent, was ist bei dir los? Weil die Lieblingshose war nicht mehr da. Es war eine schwere Zeit. Dann kam ein guter Atze von mir um die Ecke, Matthias Wolf, der auch immer unsere Fotos macht. Und der hatte die Antwort auf alle meine Probleme. Der hat mich aus meinem Loch wieder rausgerettet, und zwar mit Picaldi-Hosen. Picaldi hat sich tatsächlich irgendwann mal gedacht, wir übernehmen genau diese Hose, genau diese Vintage Lee Jeans, 1:1, und machen da unsere eigene Hose draus. Shoutouts an Picaldi an der Stelle, dass ihr das gemacht habt. Nicht besonders innovativ, aber dafür serviceorientiert für den Atzen, für mich. Wer Bock hat auf so ein bisschen so eine atzigere Karotten-Jeans, nennt man das wahrscheinlich, Karottenhose, dem kann ich die Picaldi-Hose nur empfehlen. Ich glaube, die kosten 60 Euro, 59,95. Nagelt mich darauf nicht fest. Preis wird nochmal eingeblendet hier an der Stelle. Das ist die Hose für mich. Also wirklich so perfekter Schnitt, passt zu allem. Ich habe die hier als Korthose, ich habe die hier nochmal als Blue Jeans, ich habe die drüben nochmal liegen in Oliv und nochmal als schwarze Jeans mit 100 verschiedenen Waschungen. Zicco 472 heißt das Modell. Ist wirklich mein absolutes Go-To für den Preis, kann man auch echt nicht knurren. Haben jetzt nicht die allerbeste Qualität, also ist okay, die halten schon ein paar Jahre, aber ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen crazy Nudie Jeans oder whatever, aber auf jeden Fall sehr, sehr stabil, und ich bin wirklich mehr als happy, dass mein Leben wieder einen Sinn hat, dank Picaldi, liebe Freunde, und sehr atzige Marke auch. So,
bleiben wir farblich bei Schwarz, besser wird es auch nicht werden. Und gehen mal über zum T-Shirt, was ich in letzter Zeit am allermeisten getragen habe. Den ganzen Spaß habe ich auch noch im Weiß. Das gute OBS-Logo-Shirt, ich glaube, da kommt jetzt auch demnächst nochmal ein Restock, checkt es auf jeden Fall aus. Komplett hergestellt in Deutschland. Sehr interessante Wahl hier vom Material. Also wir haben hier so eine Baumwolle mit relativ viel Elastan drin, die ein bisschen dicker auch ist. Sehr cooler Schnitt, sehr cooles Logo generell. Die CI, ich habe es ja schon oft genug gesagt, feiere ich extrem, feiere ich tot die Marke. Das Ganze habe ich in Weiß und noch ein anderes T-Shirt in Schwarz und auch noch eine Crossback von denen. Also ich bin generell einfach Fan der Marke und auch damit macht man nichts falsch. Ich glaube wirklich das T-Shirt in meinem Schrank mit dem größten Logo-Print drauf. Wenn ich mich nicht irre, finde ich aber hier in dem Fall einfach cool. Obwohl auch da ich schon ein paar Mal das Problem hatte, gerade in Kombination mit der Bomberjacke. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe ja manchmal so diese Nazi-Look-Tendenzen, was mir überhaupt nicht gut reingeht. Aber dann habe ich hier so eine Bomberjacke an, Picaldi-Hose, New Balance-Schuhe und das T-Shirt drunter und stehe so im Aldi und gucke so an mir runter und lese nur so Deutschland. Schwierig auf jeden Fall, muss man manchmal aufpassen, aber da finde ich schon meine Möglichkeiten, das ordentlich zu kombinieren. Letztes Piece, Grand Finale, auch wenn es jetzt nicht das Beste ist, was hier hängt. Der Casual schwarze Sweater und ich glaube, den trage ich einfach nur, weil es so ein brainless Piece ist mit, okay, ich ziehe mir irgendwas an, ja, es ist der schwarze Sweater und das ist hier mein geliebter Nike Crewneck. Ganz einfacher Logo-Stitch hier vorne drauf, das Ganze in der XL, hat den perfekten Fit für mich. Clean, basic, was soll ich dazu sagen, stabile Qualität, bestimmt auch schon 10, 15 Mal gewaschen. Was man nicht machen sollte, Freunde, ich sag's nochmal, ne? Wir haben jetzt hier zum Beispiel irgendwie so Essensreste drauf. Wenn man smart wäre, würde man jetzt einfach einen Lappen nehmen oder einen kleinen Schwamm und das vorsichtig rausmassieren aus dem Textil und es nicht in die Waschmaschine stecken, weil das verkürzt einfach die Lebenszeit von euren Textilien ungemein und ist auch nicht besonders nachhaltig. Aber ja, ich bin halt einfach ein fauler Motherfucker und ruiniere meine Klamotten. Aber ich finde, es irgendwie hat auch mittlerweile einen ganz guten Look bekommen, dadurch, dass man sieht, dass es getragen wird. Das waren meine Teile. Ich hoffe, es hat euch gefallen, liebe Freunde. Ich könnte jetzt hier wieder denselben Instagram-Disclaimer und die Überleitung bringen, mache ich aber nicht, weil meine Freundin fährt jetzt zurück nach Berlin. Die steht hier schon in der Tür und will sich verabschieden. Never not hustlen. Viel Spaß. Was sind so eure Staples, würde mich vielleicht tatsächlich noch interessieren. Und was fandet ihr hier von den Teilen am besten? Sehr ahnbar, wahrscheinlich auch ein bisschen boring von manche von euch. Juckt mich gar nicht. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.